Es ist Dienstag, der 18. Mai. Ich begrüße euch mit einem Wort aus Johannes 4, es sind Verse 52 und 53. Die Knechte des königlichen Beamten sprachen: Gestern um die 7. Stunde verließ deinen Sohn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Es war genau in diesem Moment. Es war nicht irgendeiner, sondern es war genau in diesem Moment. Das hat der Vater von diesem Sohn zum Glauben gebracht. Es war genau in dem Moment, wo Jesus sein Machtwort ausgesprochen hat. Es war auch genau in dem Moment, wo wir, unser Team hier in der Kirchgemeinde Wattenwil, für jemanden gebetet haben, der so Kopfweh hatte. Später haben wir die Rückmeldung bekommen. Genau dann hat das Kopfweh diese Person verlassen. Also, das Gebet war synchron mit dem, was Gott nachher da hat. Das ist ein wunderbares Erlebnis und das gibt einem ein neues Zeitgefühl. Zeit ist nicht einfach das, was abläuft, sondern Zeit ist etwas, was Gott koordiniert und was er füllt mit seiner Kraft und mit seinem Heil. In jeder Kirche haben wir einen Chronometer und einen Kairometer. Ja, was ist ein Chronometer? Ein Chronometer, das ist einfach der Altausdruck für Uhr. Früher hat man gesagt, ein Chronometer, das ist etwas, das der Chronos messen. Chronos ist das griechische Wort für Zeit, das abläuft. Also, man kann heranschauen an den Kirchen, dann sieht man den Chronometer. Man weiss, aha, jetzt ist schon wieder ein Nachmittag vorbei, schon wieder 10 vor 5, so schnell geht die Zeit vorbei, etc. etc. Und in der Kirche innen hat es dann noch vor auf der Kanzel ein Kairometer. Ein Kairometer, das ist das Instrument, das misst, wenn Gott die Zeit hat erfüllt. Die Bibel ist der Kairometer. Kairos heisst nämlich, das ist der von Gott bestimmte Moment. Im richtigen Kairos ist Jesus auf die Welt gekommen. Im richtigen Kairos ist schlussendlich Ostern und so weiter. Die Bibel wimmelt von Geschichten, wo es einen Kairos gibt. Die heutige ist auch eine von denen. Ein Moment, wo Gott das Heil in die Menschheit hineinbringt, ein Schicksal wendet und sich jemandem zuwendet. Solche Erlebnisse führen einem zu einem neuen Verständnis von der Zeit. Das normale Verständnis ist, die Zeit geht vorbei. Es ist wie ein bisschen Luft, die immer ein bisschen an unserem Gesicht vorbeistreicht, über unser Leben streicht, vielleicht auch über ein Kornfeld streicht. Man sieht, die Halben bewegen sich ein bisschen, eben die Zeit läuft vorbei. Am Schluss sagt man sich, ist das jetzt alles gewesen? Aber die Zeit, die wie ein Wind vorbeigeht, macht noch etwas Zweites in einem bestimmten Moment, im richtigen Moment, am richtigen Ort. Treibt ihr auch der Luft, der Blütenstaub der Felder von einem Ähre zum anderen, es wird befruchtet und es entsteht durch den Wind nachher plötzlich neues Leben. So kann nachher wirkliche Frucht entstehen. Das ist eben auch nochmal Zeit und das ist dann nicht mehr einfach Chronos, sondern Kairos, das, was Gott schenkt. Unsere grosse Lebensaufgabe, unsere Hauptherausforderung oder eben auch deine Herausforderung kann ich so formulieren: Mach aus deinem Problem ein Gebet. Mach aus deinem Chronos, aus dieser Zeit, die halb verstreicht und die fast ein bisschen mehr gegen dich arbeitet als für dich, die vielleicht sogar Tod bringt, mach aus diesem Chronos Kairos. Gib Gott eine Gelegenheit zum Handeln. Und anstatt dass du einen Wettlauf mit der Zeit hast, den du ja eh verlierst, tust du Schritt halten mit Gott. Das ist etwas ganz anderes. Ist das schwierig? Ist das vielleicht auch zu viel verlangt? Schauen wir diesen Fall noch einmal ganz kurz von nahem an. Der Vater hat wirklich ein grosses Problem, aber er macht genau das Richtige. Er kann es ja nicht lösen. Er geht zu Gott, er geht zu Jesus. Er macht daraus ein Gebet. Und dann ist er dann auch gehorsam. Er ist so einfältig, dass er das macht, was Jesus sagt. Gang hey, er geht hey und stellt nachher fest, durch das hat er Gott Gelegenheit gegeben, zu handeln. Er hat aus Chronos Kairos machen. Und er hat noch etwas anderes gemacht. Er hat Gott Gelegenheit gegeben, einen tiefen Wunsch, den Gott ja immer hat, für uns zu erfüllen, nämlich, dass unsere Zeit gefüllt wird mit seinem Erbarmen und auch mit seiner schöpferischen Kraft, weil jede Krankenheilung ist natürlich im ausgesprochenen Mass ein Stück Wiederherstellung, ein Stück Schöpfungswirklichkeit, aber natürlich auch ein Stück Erbarmen. Also Gottes Taskforce vom Erbarmen ist nachher dort, endlich ins Spiel kommen. Das wartet er ja ständig darauf, dass er das für uns tun kann. Also, aus Chronos wird durchaus Kairos für dich, für mich im heutigen Tag. Wir müssen ihm einfach Gelegenheit dazugeben. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit.